Wir sind beim letzten Beitrag von Horst Live angekommen, aber trotzdem möchte ich nochmal für alle, die neu dabei sind, kurz vorstellen, was wir denn hier so tun in unserem Studio. Und zwar haben wir uns überlegt, das erste Live-Online-Seminar zu machen, nachdem wir ja normalerweise geübt sind, das tatsächlich physisch zu machen, dass wir uns treffen, uns zu interessanten Themen austauschen. Haben wir das in dem Jahr so gestaltet, dass wir die interessanten Themen natürlich genommen haben und die online verpackt haben. Ja, in der letzten Runde wollen wir uns mit der Fragestellung auseinandersetzen, was ist denn Aggrovation? Und dazu seid ihr natürlich auch wieder herzlich eingeladen, Fragen zu stellen über den Chat, die ich dann im Anschluss an den Vortrag mit dem Referenten Konstantin Horsch diskutieren möchte. Ja, was ist denn nun Aggrovation? Primär mal natürlich ein landwirtschaftlicher Betrieb, werden wir gleich nachher sehen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Betrieb, auf dem wir sehr, sehr viel testen, neue Ideen ausprobieren. Aber eben auch ein Betrieb, der sich generell mit den Herausforderungen der modernen Landwirtschaft auseinandersetzen muss und hier auch noch im Speziellen natürlich mit dem Umfeld in Tschechien auseinandersetzen muss. Und ich glaube auch, das ist nochmal ganz interessant, das einfach zu hören und zu sehen. Ja, Konstantin Horsch wird den Betrieb vorstellen. Konstantin ist studierter Landwirt und seit 2017 lenkt er zusammen mit seinem Bruder Lukas Horsch die Geschicke in Aggrovation und ist in Tschechien auch noch in andere landwirtschaftliche Aktivitäten eingebunden. Aber ich möchte da gar nicht mehr viel vorausschicken und freue mich auf einen interessanten Vortrag. Ja, hallo, grüß Gott zusammen. Ich darf Sie recht herzlich zum Horsch Live-Seminar, Webinar begrüßen. Mein Name ist Konstantin Horsch, ich bin 28 Jahre alt und bin seit 2017 Geschäftsführer zusammen mit meinem Bruder Lukas Horsch in Aggrovation AS in Kněž Most, einem tschechischen landwirtschaftlichen Betrieb, der in Zusammenarbeit mit der Horsch Maschinen GmbH steht. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen mit der Historie vom Betrieb anfangen und dann langsam durch die ganzen Themen, was wir heute machen auf dem Betrieb, was uns heute beschäftigt, was der Zusammenhang mit der Firma ist und was die zukünftigen Themen auch für den Gesamtbetrieb ist. Zunächst erstmal zum Standort. Wir liegen 70 Kilometer nördlich von Prag, in der Nähe von Mladá Boleslav, Jungbrunzlau auf Deutsch, und bewirtschaften da ungefähr 3000 Hektar und haben den landwirtschaftlichen Betrieb 2012 übernommen. Das war ein klassischer LPG-Nachfolgebetrieb mit den klassischen Betriebsteilen Milchviehhaltung, Bullenmast, Apfelplantage mit Süß- und Sauerkirschen. Wir haben 2012 relativ viel umstrukturiert und relativ schnell, weil man einfach schnell einen Cut machen wollte, weil der Betrieb so mit den ganzen Abteilen, die er hatte, nicht weiterlaufen konnte und wir uns stark auf den Ackerbau konzentrieren wollten. Das heißt, der Apfelbereich wurde komplett verkauft, relativ zügig. Die Milchviehhaltung wurde zum Teil aufrechterhalten bis 2015. Jetzt stehen wir noch in einer Kooperation mit diesem Milchviehstall, was Nährstoffausgleiche, Düngung und so weiter angeht. Und die gesamte Bullenmast wurde verkauft. Wir haben natürlich auch stark die Mitarbeiterzahl reduziert. Das hatte natürlich anfangs so ein bisschen einen gesellschaftlichen Aspekt bzw. Problematik auch, weil wir eben relativ schnell viele Mitarbeiter leider auch entlassen mussten. Viele sind von alleine gegangen, weil sie dementsprechend das Alter auch erreicht haben, schon gleich am Anfang. Aber wir mussten einfach den Betrieb umstrukturieren, weil es einfach so nicht mehr weiterging. Jetzt zunächst einmal kurz nochmal zum Standort an sich. Auf dem Bild sieht man die gesamte Bewirtschaftungsfläche bzw. den Bereich, in dem wir wirtschaften. Wir liegen auf ca. 200 bis 400 Höhenmeter, haben im Jahr um die 500 bis 550 Millimeter Wasser, was natürlich in den letzten 2 Jahren, also gerade das Jahr 2018 und 2019, extrem, also noch weniger war und wir auch sehr stark unter der Trockenheit gelitten haben und haben eine Jahresdurchschnittstemperatur von ungefähr 9 Grad, 9,5 Grad. Die Böden sind sehr wechselhaft, auch in der Fläche an sich. Also wir fangen teilweise an am Vorbeet mit irgendwo 30 Bodenpunkten mit einem Sand,
gehen über einen Buckel drüber, der dann bis zu 60% Ton in sich haben kann und fangen dann an, im unteren Bereich dann wieder auf einen schönen Lösslehmboden zu kommen. Hat natürlich seine ackerbaulichen Schwierigkeiten, was aber das ist gerade die Herausforderung auf so einem Standort auch. Und das spornt uns auch an, aber dementsprechend können wir auch dort sehr viel probieren. Vielleicht noch ganz kurz zu den Anbaufrüchten, die wir da haben. Wir haben zwei Betriebsteile auf diesem Betrieb. Wir machen zum Großteil konventionell, aber auch ein Biobetrieb haben wir 2017 gegründet, gleich relativ am Anfang, als mein Bruder und ich dort angefangen haben. Auf den konventionellen Betrieb haben wir die Früchte Raps, Weizen, Sommerdurum, Zuckerrübe, Körnermais und Soja, gerade im Aufbau die Soja, aber wird mehr und mehr kommen. Und im Biobetrieb fahren wir die Fruchtfolge oder die Fruchtglieder Körnermais, Soja, Winterweizen und Hafer. Teilweise mit ein bisschen Kleegras und so weiter und so fort, einfach um den Stickstoff und die Nährstoffthematik in diesem Betriebsteil auch irgendwie zu generieren. Wir haben heute 6 Mitarbeiter, die wir nur draußen haben, plus mein Bruder und ich, beziehungsweise wir haben seit diesem Mai diesen Jahres einen Betriebsleiter mit eingestellt, der uns quasi im Alltäglichen draußen unterstützt, weil wir uns auch langsam nach 4 Jahren des Vorortseins auch langsam Richtung Deutschland und auch uns auf andere Themen und Bereiche auch einsetzen wollen, was auch mit dem Unternehmen hier, mit der Horsch Maschinen GmbH zu tun hat. Eine weitere Herausforderung speziell an dem Standort ist das Klima. Wir sind sehr kontinental belastet, also wir haben kontinentales Klima. Das heißt, wir haben extreme Probleme oder die Schwierigkeit mit der Frühsommertrockenheit oder Frühjahrstrockenheit und Frühsommertrockenheit. Das heißt, die Monate April können bei uns total trocken sein mit auch bis zu teilweise schon 25, 26 Grad im April. Das passiert relativ häufig und dementsprechend dann der Monat Mai und Juni bis 30, 35 Grad hoch und der uns dann dementsprechend auch das Wasser nimmt. Und das ist das eine Problem. Das nächste Problem, was aber auch zum Vorteil werden kann, ist, dass wir zwischen zwei Gebirgen liegen, einmal dem Erz und dem Riesengebirge. Und das ist wie so ein Kessel, muss man sich das vorstellen. Wir haben im Norden das Riesengebirge, was zwischen Tschechien und Polen ist. Und wir haben westlich von uns das Erzgebirge. Das heißt, der Regen, wenn wir Glück haben und wenn der Kessel kalt ist, kommt der Regen über die Berge hinein und es regnet alles ab. Oder wenn der Kessel einmal warm ist, und das sind eben speziell die Monate Mai und Juni, dann kommt eben nichts mehr hinein. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit auch auf dem Standort. Aber wie gesagt, auch die Herausforderung, mit denen wir arbeiten müssen. Ich zeige noch kurz einmal die Betriebsstelle an sich. Also wir haben eine relativ große Betriebsstelle, eigentlich auch viel zu groß. Wir möchten auch zukünftig diese auch verkleinern. Nutzen, wie gesagt, diesen Betriebsteil oder diese Betriebsstelle nur noch für die reine Pflanzenproduktion. Wir sind auch nur noch ein reiner Ackerbaubetrieb. Wir haben nur noch eine Kooperation mit dem Milchviehstall, mit unserem ehemaligen Milchviehstall nebenan, wo wir eben Futteranbau für machen und dafür die Gülle zurückbekommen. Dann auf dem weiteren Bild sieht man unsere Siloanlage. Die Siloanlage haben wir gleich im ersten Jahr gebaut. Viele wissen ja, dass LPG-Betriebe damals nicht viel Lagermöglichkeiten hatten, weil man allgemein immer im ACZ gelagert hatte. Und dementsprechend hatten wir keine Lagermöglichkeiten gleich anfangs und haben dann gleich 2013 die Siloanlage hier gebaut. Wir können hier 12.000 Tonnen Getreide lagern. Also wir haben viermal 3.000 Tonnen Silos dort und mit einem großen Trockner. Der große Trockner ist quasi unsere Sicherung für die Maisernte bzw. unser zweiter Drescher. Das ist ein 10-Megawatt-Trockner, hat den Vorteil, wir können in einem Durchgang alles trocknen und runterbelüften bzw. abkühlen in einem Durchgang und schaffen so zwischen 700 bis 800
Tonnen in 24 Stunden zu trocknen. Das ist genau ein Drescher, den wir damit voll auslasten können, wo wir dann wirklich am Tag 10 Stunden dreschen und dann haben wir diese 800 Tonnen trockene Ware, also umgerechnet für den Trockner, damit er wirklich laufen kann. Das kleinere Problem ist aber bei diesem Trockner, wir brauchen 120 Tonnen, damit wir überhaupt einmal durchlaufen können. Dementsprechend ist es für uns immer schwierig, verschiedene Kulturen anzubauen. Aber da sind wir auch gerade ein bisschen dran, das vieles umzumodeln. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Einmal ganz kurz noch zu dem Thema CTF, was wir auf dem Betrieb 2012 auch gleich eingeführt haben, beziehungsweise in 2013 dann richtig. Für die, die es noch nicht wissen, CTF bedeutet ausgesprochen Control Traffic Farming. Das heißt, wir haben jede Spur auf dem Feld ganz genau geplant und fahren alles ganz genau ab. Funktioniert natürlich auch nur mit RTK und GPS-System und wenn man die Maschinen arbeitsbereiten aufeinander abgestimmt hat. Das heißt, wir haben einen Teil der Bodenbearbeitung, gerade was die etwas flachere bis 15 cm angeht, auf 12 Meter. Wir haben die Scheibenecke auf 12 Meter. Wir haben die ganze Düngung und Aussaat auf 12 Meter, die Düngung auf 36 und den Pflanzenschutz auch auf 36. Die organische Düngung ist teilweise bei 6 bzw. bei 12 Metern. CTF hat verschiedene Vorteile, aber auch Nachteile. Ein Nachteil ist, dass die Maschinen dafür sehr teuer sind, weil man einen Drescher unbedingt kaufen muss, wo dann so ein langes Rohr dann nochmal 12.000 Euro mehr kostet und das man dementsprechend auch nicht im Wiederverkauf meistens dann merkt oder auch sieht. Das ist ein kleines Problem. Dann natürlich auch die großen Arbeitsbreiten, was für die Mitarbeiter nicht immer so leicht ist und so weiter. Bei uns ist es auch schwierig. Wir haben sehr viele, ich sage jetzt mal, industrielle Bäume in den Flächen stehen. Das sind Strommasten. Insgesamt sind das auch weit über 800 Strommasten, die wir insgesamt in den Flächen haben. Also nicht am Rand, sondern die in den Flächen liegen. Und die machen das natürlich auch immer wieder ein bisschen schwierig. Aber mit gewissem Planungstool und wie gesagt mit GPS ist vieles möglich heutzutage. Aber darauf werde ich auch noch mal ganz kurz eingehen, was Autonomisierung angeht. Aber ein anderer Vorteil von CTF ist für uns ganz klar die Ernte. Wir merken speziell die Vorteile in nassen Jahren, wie zum Beispiel 2017, wo wir alle in Europa komplett abgesoffen sind. Aber auch in 2020 bei uns, vor allen Dingen in Kinesh-Most. Wir haben auch sehr viel Wasser gehabt. Bis jetzt steht immer noch das Wasser auf den Flächen und versuchen das eigentlich so schnell wie möglich wegzubekommen. Aber genau da in diesen nassen Jahren macht sich dieses CTF bemerkbar. Wir befahren speziell alle 12 Meter auf der Fläche eine Spur und nur diese wird befahren und sonst nichts anderes. Natürlich sind die Überladepunkte, sehen dementsprechend manchmal, ich sag mal, ein bisschen wüster aus, weil einfach der LKW nicht ins Feld reinfahren kann und nicht sich da auf eine Fahrgasse stellen kann, wenn es zu nass ist. Das funktioniert einfach nicht. Aber wir haben trotzdem in der Fläche sauber die gesamte Logistik und sauber die ganzen Linien. Aber sonst machen wir im Durchschnitt eine abgespeckte Version von CTF. Das bedeutet, dass wir trotzdem im Sommer unter ganz normalen, trockenen Bedingungen auch zweimal die Stoppelbearbeitung quer machen. Das ist für uns so die europäische Version von CTF, weil wir sonst enorme Probleme haben mit Strommanagement, mit der Einebnung und so weiter und so fort. Und wir müssen einfach querfahren. Und es sieht auch schicker aus, muss man manchmal sagen, wenn es mal quer gefahren ist und natürlich, wenn der Stroh vor allen Dingen verteilt ist, weil das ist für die Folgekultur das Wichtigste, gerade im Speziellen für Raps. Wir haben, wie gesagt, alles auf 12 Meter abgestimmt. Das heißt, wir haben die Joker, die Scheibenecke, den Cruiser, den Feingrubber, den Flachgrubber auf 12 Meter, haben aber auch die tiefe Bodenbearbeitung, alles, was dann ab 15 cm den Bodenbearbeitungsgang angeht, machen wir natürlich mit 6 Metern. Wir sind relativ schlank aufgestellt, was den gesamten Maschinenpark angeht. Wie gesagt, ein paar Maschinen habe ich schon genannt, aber was auch Traktoren angeht, wir haben eigentlich nur zwei 400 PS Traktoren, einmal einen 500 PS Traktor,
einmal einen 250 PS Traktor und einmal so einen 80 PS Traktor für Schneckenkorn streuen, Schneidwerk ziehen oder sonstige Arbeiten. Und wollen das natürlich auch entsprechend so beibehalten, also dass wir einen niedrigen Maschinenpark haben, aber alle Geräte aufeinander abgestimmt. Also jedes Gerät hat wirklich seine Funktion für jede PS-Klasse. Und wir wollen natürlich auch mehr in den Bereich von der 400 PS-Klasse rein, von den Traktoren, also weg von den 500 oder 600 PS-Traktoren, weil sie einfach zu arbeitskostenintensiv sind. So, der Wiederverkaufswert von so einer großen John Deere-Raupe, den darf man sich gar nicht mehr anschauen, wenn man sie einmal gekauft hat, da verliert man so viel Geld. Oder auch ein Challenger, weil einfach der Wiederverkauf bei uns im Westen schlecht gegeben ist. Im Osten eher, aber bei uns im Westen wird das schwieriger. Und deshalb ist für uns diese 400 PS-Klasse wichtig. Und wir sind auch der Meinung, dass wir durch das CTF ein bisschen auch nicht mehr so stark gezwungen werden, wenn wir ordentliche Bodenbearbeitung machen und das Feld nicht mehr so stark überall befahren, dass wir auch etwas flacher fahren können. Also das heißt, wir können dann auch mit so einem 400 PS-Traktor, 410 PS-Traktor, der ein reiner Standardschlepper dann auch ist, ein 6 Meter Tiger irgendwo dann auch irgendwo, ja, auf 25, 30 Zentimeter ziehen. Die Möglichkeiten, die sehen wir jetzt schon. Und, aber hat, wie gesagt, nicht unbedingt was mit CTF immer zu tun, sondern mehr mit der besseren Bodenbearbeitung. Ja, hier sieht man nochmal ganz kurz ein Bild, wie wir die Ernte machen. Also da sieht man eigentlich ganz schön, dass wir die Spuren aufeinander abgestimmt haben, dass der Drescher auf seiner festen Spur fährt und dass der Überladewagen mit dem Schlepper davor auch auf seiner festen Spur fährt. Vorher waren wir auf 3 Meter Spur mit allen Maschinen, weil wir gesagt haben, wir müssen alles aufeinander abstimmen und die breiteste Maschine auf dem Feld ist der Drescher, der hat immer 3 Meter Spur. Aber da sind wir, das war so das Motto von unserem Vater und sieht natürlich auch geil aus, ne? Schön amerikanisch und so weiter und so fort. Für uns war es aber immer ein riesiger Kostenpunkt, weil die Maschinen immer teurer sind, wenn man alles auf 3 Meter Spur haben möchte. Und wie gesagt, der Wiederverkaufswert. Niemand kauft einen Schlepper, der eine 3 Meter Spur hat. Das ist unmöglich. Wobei es ackerbaulich Sinn macht, wenn man jetzt in Reihenkulturen und so weiter denkt. Ne? 50er, 75er Reihe, selbst 25er Reihe und so weiter und so fort. Das macht alles total Sinn. Aber wir können es von der Gesellschaft nicht, wir können es auch nicht von der Straßen, von der STVO in Tschechien. Geht's, aber wir müssen immer vorwegfahren. Das Vorwegfahren, das bedeutet Zeit und so weiter. Man vergisst es in der Ernte, dass der Mitarbeiter angerufen hat. Das steht dann noch am Feld 10 Minuten und ist, ja, man ist total unflexibel. Und deshalb sind wir wieder auf eine normale Spur zurückgegangen und versuchen alles auf maximal 3 Meter Außenbreite, also Gesamtbreite des Traktors zu haben, dass wir da auch wirklich legal und alleine fahren können. Genau. Ja, ich habe schon ein bisschen die Möglichkeiten von CTF genannt. Wie gesagt, die eine Möglichkeit war, dass wir vielleicht mehr in dem Bereich Direktsaat oder ich nenne sie auch ein bisschen hybride Direktsaat reinkommen können. Das heißt, etwas flacher arbeiten. Bodenbearbeitung ist uns trotzdem wichtig, allein was Mäuse und so weiter angeht und auch Strohverteilung. Und das ist für uns eine Möglichkeit des CTFs. Weil wir alles gut abgestimmt haben. Arbeitsgänge auf dem Feld sind abgestimmt, Arbeitsbreiten sind abgestimmt. Ein weiteres Thema und was uns auch im Unternehmen sehr stark beschäftigt, ist natürlich die Autonomisierung. Also das heißt, wir können durch CTF, dadurch, dass wir jede einzelne Linie und jedes einzelne Feld ganz klar und ganz richtig geplant haben und das wirklich auf 2-3 Zentimeter genau jeden Pfosten und so weiter eingemessen haben, können wir in Zukunft Dinge auch autonom ablaufen lassen. Wie zum Beispiel das Hacken. Hacken macht man meistens unter bestmöglichen Bedingungen. Das heißt, Hacken tut man wirklich nicht bei strömenden Regen, wo sich eine Maschine festfährt und so weiter und so fort. Das sind für uns Arbeitsgänge, die wir sehr wahrscheinlich auch autonom abfahren lassen können. Und sich dann der Mitarbeiter um die Maschine hinten kümmert und sich nicht um den Schlepper kümmert, damit die Kabine sauber bleibt, sondern er soll sich um die Maschine hinten kümmern. Das ist für uns das Wichtigere. Das heißt, der Mitarbeiter soll Spaß dran haben, der Maschine eher hinterher zu laufen. Dafür wird er in der Zukunft wahrscheinlich eher eingesetzt. Das heißt, wir wollen ihn nicht einsparen durch die Autonomisierung, sondern wir wollen ihn anders einsetzen.
Das heißt wirklich mehr auf die Maschine zu gucken und nicht quer, oder am besten sitzen die ja nur meistens gerade und nicht quer, dass sie ein bisschen nach hinten gucken, sondern nur gerade und schauen nur nach vorne und schauen, dass die Kabine sauber ist. Aber das macht unseren Ertrag nicht aus und das macht auch nicht unsere Effizienz aus, sondern die Effizienz sind die Maschinen auch dahinter. Und wenn die perfekt laufen, kann ich Erträge erzielen und kann meine Kosten niedrig halten. Und das ist für uns schon ein großer Punkt, die Autonomisierung, die wir sehen im Zusammenhang auch mit CTF. Ja, was ist Aggrovation für Horsch? Wie gesagt, 2012 wurde der Betrieb übernommen. 2012 wurde auch gleich sehr viel getestet oder 2013 auch schon mit der Entwicklung von dem PT 330 oder jetzt 350. Und verschiedene Themen wurden da angepackt. Es ist bis heute noch ein Versuchsbetrieb, der Horsch Maschinen GmbH auch. Aber dennoch haben wir den Standardbetrieb, der natürlich zu 99% des Tages die Zeit auch in Anspruch nimmt, den müssen wir natürlich am Laufen halten. Und das ist uns natürlich wichtig. Aber dennoch nutzen wir den Betrieb, um Tests zu machen, um neue ackerbauliche Verfahren zu suchen und auch zu finden und Möglichkeiten, aber auch um Maschineninnovationen dort laufen zu lassen und so weiter und so fort. Beispielsweise haben wir, als wir den Biobetrieb gegründet haben, das war übrigens eine Idee von unserem Vater, der wollte das unbedingt so haben. Und da haben wir dann gleich im ersten Jahr verschiedene Entwicklungen angeschoben mit dem Transformer, dann im nächsten Jahr drauf gleich den Cura und den Feiner. Und das ging ziemlich schnell und das machen wir, also mein Vater, mein Bruder und ich, machen das in sehr enger Zusammenarbeit dann. Und ja, das freut uns, weil wir auch technikverliebt sind, wir sind aber auch ackerbaulich verliebt, wir lieben Boden, wir lieben es im Dreck zu sein. Und und so finden auch Entwicklungen auf diesem Betrieb statt. Ein weiterer Standpunkt von Aggrovation für die Horsch Maschinen GmbH ist aber auch der marketingtechnische Nutzen. Wir haben normalerweise, dieses Jahr war Corona oder auch letztes Jahr jetzt, muss man auch sagen, war leider Corona. Da konnten wir keine Kunden auf dem Betrieb herbringen. Aber normalerweise haben wir zwischen 800 bis 1300 Kunden jährlich, die auf diesen Betrieb kommen, wo wir den Betrieb vorstellen, wo wir zeigen, was wir machen, wie wir es machen, wie wir arbeiten und so weiter und so fort. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir den Kunden auch zeigen, dass wir selbst an Dingen, wirklich an ackerbaulichen und ackertechnischen Dingen auch dran sind und das auch höchstpersönlich. Und es ist auch für uns, für meinen Bruder und für mich ist es auch eine super Gelegenheit, mit ganz vielen Kunden von uns auch in Kontakt zu kommen und allgemein über Landwirtschaft zu sprechen. Nicht immer über Technik. Technik ist interessant, aber am Ende des Tages ist es auch nur Blech. Sondern wichtig für uns sind natürlich die ackerbaulichen Themen und was die Zukunft mit uns macht und wo es hingeht. Und ein ganz großes Thema, auch was die Horsch Maschinen GmbH betrifft oder beziehungsweise unsere familiäre Denkweise, ist die Hybridlandwirtschaft. Aber darauf werde ich noch eingehen. Ja, jetzt möchte ich noch weiterhin auf den Punkt Gesellschaft und Politik in Tschechien eingehen. Das heißt, die Herausforderungen, die wir tagtäglich haben bei uns auf unserem Betrieb in Tschechien. Nicht Probleme, sondern bewusst Herausforderungen, weil es eigentlich positive Herausforderungen sind, die wir zukünftig auch haben werden. Es ist schwierig, aber es wird funktionieren. Wir müssen nur daran arbeiten. Ein Thema, was allgemein in ganz Europa ist, ist natürlich, was aber auch bei uns in Tschechien da ist, tagtäglich ist der Bereich Pflanzenschutz, ist vor allem das Glyphosat, was in aller Munde ist. Ist aber auch die organische Düngung, die ein großes Problem oder Herausforderung darstellt für die Gesellschaft und auch für uns. Auch die mineralische Düngung, Insektensterben, Biodiversität. Dann ganz neu hinzugekommen ist jetzt eine Lebensmittelquote. Das ist ein politisches Thema in Tschechien. Das hat eventuell was mit unserem Premier zu tun, der da versucht, für seine eigenen Betriebe da einen gewissen Vermarktungsvorteil zu finden. Das heißt, Tschechien möchte bis 2020 über 50% der Lebensmittel in Supermärkten regional bezogen haben. Also es darf alles nur noch aus Tschechien kommen, in größeren Supermärkten.
Man muss jetzt auch dazu wissen, dass der Herr Babiš, das ist ein Politiker in Tschechien, ist nebenbei zufällig natürlich auch einer der größten Landwirte und ich glaube auch einer der größten New Holland-Händler in Tschechien und Slowakei mit über 120, 130.000 Hektar. Man kann natürlich jetzt davon ausgehen, dass das vielleicht auch politische Entscheidungen sind, die aus seinem Mund kommen. Aber es ist festgelegt und das ist eine Herausforderung, die wir aber einerseits positiv sehen, andererseits auch negativ, weil wir natürlich am europäischen oder am Weltmarkthandel nicht mehr so stark dran teilnehmen vielleicht. Aber auch, das ist aber eine Preisfrage, wie entwickeln sich die Preise in Tschechien? Das Problem in Tschechien ist, womit wir wirklich stark kämpfen, ist die Vermarktung. Wir müssen alles eigentlich Richtung Deutschland fahren. Der Markt liegt in Deutschland. Tschechien hat kaum Veredelung, bis gar keine. Und dementsprechend ist das schwierig für uns. 60-70% von unseren Früchten werden natürlich für den Futtermittelbereich genutzt. Und dementsprechend, weil wir keine Vermarktungs- oder größere Vermarktungsmöglichkeiten haben, die auch gut gezahlt werden in Tschechien, müssen wir nach Deutschland. Also das ist auch eine weitere Herausforderung zukünftig. Aber vielleicht jetzt die Herangehensweise von uns, wie wir jetzt, ich sage jetzt mal die Herausforderung mit dem Thema Pflanzenschutz, Düngung und so weiter, Biodiversität, Insektensterben, wie wir das angehen wollen. Wir haben 2019 und 2020 wirklich alle 30 Hektar einen Blühstreifen bzw. einen Grünstreifen angelegt, bewusst aus der Entscheidung heraus auch, damit wir was für die Gesellschaft tun, damit wir was für Insekten tun, damit wir was für Biodiversität tun, auch in den Flächen an sich und nicht nur die Fläche als, man könnte jetzt natürlich das schlimme Wort Monokultur in der Fläche jetzt im Mund nehmen. Aber wie gesagt, wir wollen bewusst eine Biodiversität und auch Habitatmöglichkeiten für Insekten, für Wildtiere und sowas in den Flächen auch erzeugen. Und das ist ja auch alles möglich durch GPS, durch Lenksysteme beziehungsweise auch durch Linienplanung. Können wir alles ganz genau abstimmen und können wir genau diese Bereiche mitten im Feld herausnehmen. Das heißt, wir bespritzen sie nicht und so weiter. Die werden nicht gedüngt, da schaltet alles ab, Section Control und so weiter. Sie kennen das alle. Das sind alles Möglichkeiten, die es gibt, die wir einfach nur nutzen müssen, um so Themen anzuschieben. Das nächste ist auch, wir haben jährlich jedes Jahr 16 Hektar Bienenwiesen, die wir zusammen mit Imkern anlegen, ganz verteilt in unserem Gebiet, bewusst, dass wir immer argumentieren können, auch nach der Ernte. Wir haben Möglichkeiten für, wie gesagt, auch für Wildtiere, aber auch für die Bienen, in jedem Betriebsbereich, dass da was Blühendes da ist einfach. Und das müssen wir machen. Letztendlich sind wir Landwirte und als Landwirt sind wir Kulturlandschaftspfleger und auch Gestalter. Das heißt, wir sind verantwortlich, wie wir eine Region und wie wir einen Bereich gestalten und auch von der Natur her. Und das müssen wir der Gesellschaft auch ein bisschen zurückgeben und auch bringen, um einfach auch vielleicht diese Konflikte, die sich von alleine erzeugen, wie zum Beispiel, wir machen nur Monokulturen, nur Monokultur Mais, nur dies und das und das und das, machen nichts mehr für Wildtiere, machen nichts mehr für Insekten, wir machen nichts mehr für die Bienen. Wir müssen einfach die Möglichkeiten nutzen und machen das ganz bewusst und das kostet uns auch jährlich ein bisschen was und einfach der Gesellschaft was wiederzugeben und auch den Tieren und auch der Natur. Dann zum Thema Glyphosat und zum Thema Pflanzenschutz im Allgemeinen. Ich habe das Thema Pflanzenschutz oder für mich beschreibe ich es immer so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das hat mit meiner persönlichen Einstellung auch etwas zu tun, aber wir haben auch natürlich die Möglichkeit, auf so einem Trockenstandort nur gewisse Maßnahmen machen zu müssen, aber nicht das zu übertreiben. Das heißt, wir müssen nicht nochmal unbedingt eine Kürzung angehen oder wir müssen nicht nochmal ein Herbizid zuletzt angehen oder und so weiter und so fort, weil wir einfach auch ein Trockenstandort sind. Aber auch unser Motto ist auch nicht, dass wir sagen, ein Feld muss blitzeblank sauber sein. Es gibt Unkräuter, die, ich sage jetzt vielleicht, sie dürfen natürlich nicht vermehrt aufkommen. Ich sage jetzt mal wie eine Melde, wie ein Fuchsschwanz ist das Allerschlimmste und so weiter und so fort. Oder wie Vogelmiere und so weiter. Aber es gibt ein paar Unkräuter, wenn man wirklich bewusst sagt, hier, das kann ich auch stehen lassen, das macht mir jetzt nichts aus, das macht mir ertraglich vor allen Dingen nichts aus.
sieht vielleicht noch schick aus. Die Touristen bei uns in der Region und gerade die Frauen im Speziellen, die freuen sich, weil sie da wieder so einen Klatschmohn pflücken können und so weiter und so fort. Hat ja auch was Schönes. Und das ist unser Motto auch beim Spritzen. Glyphosat ist natürlich auch stark im Gespräch in Tschechien, genauso wie in Deutschland. Wir benutzen Glyphosat bewusst nur alle 4 Jahre zur Sommerung, gerade speziell nur zu Mais, zu Körnermais und zu Zuckerrübe, um einfach die Zwischenfrucht abzuspritzen. Aber sonst haben wir gar keine Glyphosatbehandlung mehr. Also wir nutzen Glyphosat nicht, um, ich sage jetzt mal, einen Altraps nochmal abzuspritzen oder eine Quecke abzuspritzen und so weiter und so fort. Das machen wir bewusst nicht, eben auch aus Gesellschaft und politischen Gründen. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung von uns. Natürlich, wenn es einmal verboten wird, in Zukunft wird es schwieriger, gerade wenn wir jetzt um die Themen auch, was Erosion angeht, das ansprechen. Zwischenfrüchte, wie kriegen wir die weg? Müssen wir mehr Bodenbearbeitung machen? Man kann jetzt natürlich auch über das Thema Humusaufbau und so weiter diskutieren. Aber ich denke, dass es Möglichkeiten gibt, gerade wenn man auch CTF denkt, in Strip-Bereich denkt, dass wir da, oder auch mit Bandspritzen, dass wir da trotzdem noch die Möglichkeit haben werden, dem gerecht zu werden. Das nächste Thema ist, bei uns bleibt kein Feld brach, wenn möglich, ganz bewusst. Da geht es ums Thema, Sie wissen es alle selber, CO2, Humusaufbau. Wir wollen keine Fläche brach lassen, wir wollen immer eine grüne Decke obendrauf haben. Das sehen wir in Brasilien, wo immer eine grüne Decke obendrauf ist. Einfach die Aktivität im Boden ständig zu fördern und so weiter. Und auch dementsprechend den Humusaufbau. Und wir haben natürlich das Problem bei einer späten Zuckerrübenrodung oder ich sage jetzt mal nasse Körnermaisbedingungen und so weiter und so fort, wo wir dann auch kein Weizen und nichts mehr drehen können. Das sind natürlich Bedingungen, da funktioniert es einfach nicht. Das ist ganz klar. Aber wenn möglich, nach Getreide zu einer Sommerung wird alles gesät. Wir machen nicht nur die Pflicht des Greenings, sondern wir machen mehr. Und das sind alles bewusste Entscheidungen, die wir da machen. Das nächste ist Fruchtfolge. Ganz wichtiges Thema bei uns. Wir haben bewusst viele Fruchtfolgeglieder. Insgesamt sind es 6, 7. Wollen, wie gesagt, die Soja mehr und mehr mit reinbringen auch, um nochmal eine Leguminose mit drin zu haben. Und der Sojaanbau funktioniert auch besser bei uns, bei unseren klimatischen Bedingungen, wird immer besser so rum. Aber auch zum Beispiel den Rapsanteil, der wird bei uns nie über 20% gehen. Der wird immer also maximal 20% bleiben. Um bewusst Krankheiten wie Kolanie und so weiter und so fort, aber auch Unkräuterresistenzen einfach zu vermeiden. Und ein weiteres Thema, was in Tschechien ganz groß auch ist, ist, dass die Problematik mit der Melioration bzw. mit Drainagen und Grabenpflege. Das ist eigentlich fast eine der größten Herausforderungen, die wir haben bei uns in Tschechien. Wir dürfen offiziell keinen einzigen Graben anfassen, der seit 50 Jahren nicht gepflegt worden ist. Da wachsen solche Bäume drin und Pappeln und was weiß ich. Aber die müssen wir freimachen. Und die tschechische Politik argumentiert, wir müssen die Gräben zuhalten, damit Wasser in den Flächen bleibt. Das ist natürlich ganz unlogisch. Da merkt man einfach, dass da die Politik an einem ganz falschen Weg auch ist und auch zu wenig ackerbauliches Wissen hat. Weil wenn ich eine Fläche zu 100% ständig mit Wasser sättige, kann da auch nichts wachsen, außer Unkraut. Meine Kultur wächst einfach nicht mehr. Ich kann nicht drauf fahren, wächst einfach nicht mehr. Und das ist auch ein Problem, was wir in Tschechien haben. Aber da sind wir selbst ganz stark dran, arbeiten mit den Gemeinden zusammen und versuchen da wirklich Lösungen zu finden und graben einfach die Gräben dann zusammen mit den Gemeinden dann auf, alles auf unsere Kosten, weil sonst funktioniert kein Ackerbau und erst recht keine Biolandwirtschaft. Nasse Flächen und Bio funktioniert einfach nicht. Die Zukunft in Knež Most bzw. auf unserem Betrieb, die Themen, die uns, wie gesagt, am meisten beschäftigen, ist die Hybridlandwirtschaft. Hybridlandwirtschaft bedeutet für uns die Kombination aus konventionellen Bereich und dem biologischen Bereich. Wir sind jetzt keine Verfechter des konventionellen, aber auch keine Verfechter des biologischen Bereichs. Wir sehen einfach nur gewisse Vorteile aus beiden Bereichen und versuchen sie zu kombinieren.
Und zum Thema Hybridlandwirtschaft zählt dementsprechend dann auch, dass wir das Thema Bandspritzen mehr und mehr in den Kulturen wie Mais, Zuckerrüben, Soja, also alles, was man auf 50er bzw. 75er Reihe drillt oder auch erntet, dass wir da immer mehr und mehr mit dem Thema Bandspritzen reinkommen. Das heißt, auch den Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren, ganz bewusst reduzieren und wirklich ganz gezielt applizieren. Das nächste Thema sind neue Kulturen, die wir versuchen möchten und auch anbauen möchten. Und wie zum Beispiel Quinoa, Lupinen, Kichererbsen und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen immer mehr und mehr in die direkte humane Ernährung ein, weil wir auch sehen, dass diesen Futtermittelbereich, den wir quasi sehr stark bedienen, auch weltweit sehr stark bedienen, dass das so vielleicht nicht weitergehen kann, wenn man sich mal die Ernährungsweisen anschaut von uns Menschen heutzutage. Und das ist eine bewusste Entscheidung von uns, dass wir da ganz andere Kulturen ausprobieren wollen. Wir haben natürlich das Klima, kann man jetzt für gut befinden, dass es wärmer wird, weil dadurch haben wir den Vorteil, dass wir andere Kulturen anbauen können. Aber das Klima hat natürlich ganz andere Auswirkungen und die Klimaerwärmung ist natürlich nicht gerade das Schönste, was wir haben. Aber es bietet auch Vorteile und die müssen wir nutzen. Und wir müssen es schaffen, mehr und mehr in die direkte humane Ernährung reinzukommen. Das heißt, pflanzliche Proteine, Proteinquellen zu produzieren und somit auch eine eigene Vermarktungsschiene aufzubauen. Wir werden es nicht schaffen, für die gesamte Fläche oder für die gesamten Tonnagen, die wir produzieren auf dem Betrieb, alles selber zu vermarkten. Aber ein Teil. Uns würde reichen, wenn wir ein paar Tonnen Quinoa, ein paar Tonnen Lupinen und so weiter und so fort einfach direkt vermarkten können, direkt an Verarbeiter oder vielleicht auch direkt mit gewissen Konzepten an die Bevölkerung, ja? Wo man selbst seine Hafermilch produziert oder selbst seinen Humus macht und so weiter und so fort. Und das sind alles Geschichten, die uns sehr, sehr stark auf diesen Betrieb interessieren, wo wir sehr stark dran arbeiten. Ein nächstes und das letzte große Thema ist CO2, Humusaufbau, CO2-Zertifikate. Wir selber sind mit Skoda im Gespräch seit etwas über einem Jahr und versuchen da ein Konzept von CO2-Zertifikaten aufzubauen und auch nachweislich Dauerhumus zu zertifizieren. Da gibt es Ansätze mit MC-Komposten, mit gewissen Bewirtschaftungsweisen und so weiter und so fort. Und da sind wir aber noch ganz am Anfang. Aber ich denke, dass wir da in den nächsten 1 bis 2 Jahren schon etwas mehr herausgefunden haben, was wir dann auch sehr gerne natürlich unseren Kunden und allgemein der Landwirtschaft auch zeigen möchten. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, was uns allen betrifft, gerade in der Landwirtschaft, und wo wir in der Landwirtschaft wieder in ein ganz, ganz positives Licht rücken können, indem wir wirklich bewusst sagen, wir sind nicht nur Lebensmittelerzeuger, sondern wir sind auch Naturretter, oder Klimaretter, indem wir wirklich sagen können und nachweisen können, wir haben so und so viele Tonnen CO2 in unseren Böden effektiv gespeichert. Autonomisierung ist ein großes Thema, Robotik allgemein auch, da werden wir dieses Frühjahr was laufen haben bei uns auf dem Betrieb. Ein Roboter, der von alleine da hin und her fährt mit einer Drille hinten dran. Und da haben wir natürlich unser eigenes Konzept. Wir arbeiten da nicht in Schwarmlösungen, sondern wollen Standardmaschinen ordentlich ziehen können und so weiter. Aber da wird sich die Zukunft zeigen, beziehungsweise es wird bestimmt auch im Internet und so weiter. Und wenn man sobald mal auf unseren Betrieb kommt, dann wird man es auch sehen. Ja, ich bin jetzt soweit durch mit meinem Vortrag. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben, was wir alles in Gnesch-Most machen, was Themen sind, die uns beschäftigen und was wir auch in Zukunft machen wollen und wo wir auch sehen, wo die Landwirtschaft hingeht und was wir auch für die Landwirtschaft machen wollen. Und ich denke und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, in dem Sinne, auf Wiedersehen. Ja, ich glaube, dem Vortrag ist so nichts hinzuzufügen. Ein sehr, sehr intensiver Einblick in den Betrieb, in die unterschiedlichsten Facetten und natürlich auch nochmal ganz grundsätzlicher Einblick in die Einstellung der Betriebsbewirtschaftung. Ja, mich freut es jetzt hier im Studio in Konstantin Horsch begrüßen zu können. Grüß dich, Konstantin. Danke, grüß dich, Michael. Ja, Konstantin, wir haben einen ganzen Pack Fragen bekommen zu deinem Vortrag. Das ist erst einmal ein gutes Zeichen. Scheint sehr interessant für alle zu sein.
Ich würde direkt mal mit zwei Verständnisfragen starten wollen. Betrifft CTF, du hast ja sehr detailliert erklärt, dass ihr im 12-Meter-Raster wirtschaftet. Ja. Und da ist natürlich sicher das Thema Strohverteilung eine mähdrescher Herausforderung. Wie kriegst du das gebacken und wäre es nicht eher sinnvoll, zum Beispiel mit 9 Meter zu arbeiten, ist hier die Frage. Gute Frage. Bekommen wir auch oft gestellt. Es ist so, dass wir ja, die Stromproblematik ist da. Und deshalb habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass wir eine hybride Art des CTFs machen. Das heißt, wir fahren die ersten zwei Stoppelgänge sind bei uns trotzdem quer, weil wir einfach das Stroh verteilen müssen. Und ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen. Bis 10 Meter kriegt jeder Drescher, sage ich jetzt mal, das Stroh auch ordentlich verteilt. Ab 10 Metern wird es schwierig. Und gerade wenn ein bisschen Wind kommt, wenn Hanglagen sind und so weiter und so fort, dann wird es halt unheimlich schwierig. Deshalb müssen wir querfahren. Also dieses CTF, was man, ich sag mal, aus den wirklichen Trockenregionen kennt, wie Kasachstan oder in Australien unten oder wie in Kanada oben, wo die wirklich immer nur gerade fahren und so weiter und so fort. Die haben ja auch weniger Erträge, muss man auch dazu sagen, weniger Strommassen. Deshalb, wir sind gezwungen, quer zu fahren. Und wir arbeiten jetzt auch nicht mit dem Striegel. Wir machen alles gleich mit unserem Cruiser, weil wir eben durch die Erdbewegung einfach mehr Stroh mitnehmen können und länger verteilen können. Genau, 9 Meter wäre auf alle Fälle sinnvoll, hat einen Vorteil, es kostet alles weniger, weil man Standardtechnik nutzen kann. Und wir haben einige Kunden, die das schon machen, schon seit 20, 25 Jahren, in England ganz viele sogar, die einfach auf Standard 9 Meter CTF sind. Und da ist natürlich die Strohverteilung ganz eine andere. Ne? 9 Meter kriegt man, würde ich sagen, fast immer verteilt. Ne? Und die heutigen Drescher schaffen es auch auf 9 Meter, auch bei starkem Wind, teilweise zu verteilen. Ne? Muss man ganz ehrlich zugeben. Ja, oder bei hohen Erträgen, wenn ich so an die Genau. Engländer denke, die doch auch stattliche Weizenerträge einfahren können. Ja, genau, ja. Sind wir schon bei meiner nächsten Frage: Erträge. Denkst du oder siehst du einen Ertragsvorteil durch CTF? Wenn ich ehrlich bin, in unseren klimatischen Bedingungen nein. Wir haben dazu auch sogar eine Bachelorarbeit letztes Jahr von der Uni Triesdorf war das machen lassen. Die waren dann extra da mit Bodensonden, wollten die Erträge, also die Ertragskarten sehen, dann die Bodenbearbeitungsgänge, was wir wie gemacht haben, gerade, quer, alles Mögliche. Und gut, wir haben das jetzt nur über ein Jahr betrachtet, aber wir machen das ja schon ein bisschen länger, müssen wir auch dazu sagen. Wir sehen keinen signifikanten Ertrag, müssen wir ganz ehrlich sagen. Das CTF hat in unseren Breitengraden, das ist anders wie jetzt zum Beispiel in den Trockenregionen, wo es jetzt darum geht, wir wollen so wenig wie möglich Boden befahren, dass wir so wenig wie möglich Bodenporen auch zusammendrücken und dementsprechend die Kapillarität nicht kaputt machen, sondern die eben auch, ja, dass das alles da bleibt. Das ist in Australien ganz was anderes wie bei uns. Und wie gesagt, wir haben das CTF macht für uns in der Ernte einen ganz großen Sinn. Ist gerade in den nassen Bedingungen auf alle Fälle. Das ist auch ein Grund, warum die Engländer das zum Beispiel auch, warum die CTF als Vorteil auch sehen, weil sie immer unter feuchten Bedingungen eigentlich ernten und auch Bodenbearbeitung machen und so weiter und so fort. Und wenn man da auch wenig befährt, ich meine, jeder kennt es oder eigentlich fast jeder Landwirt hat die Erfahrung gemacht in 2017 in diesem nassen Jahr bei uns in ganz Europa, wo wir komplette Felder einfach nur irgendwie zusammengefahren haben und wie dann die Folgekultur im Frühjahr wieder aussah. Ne? Also da hat man überall alles gesehen, jede Spur. Und wenn man da das CTF einsetzt und sich bewusst macht, hier diese Spur befahre ich, die andere nicht, dann sieht man da einen klaren Vorteil. Dann würde es sich ertraglich auch auswirken, aber es macht jetzt keine halbe Tonne oder 1,5 Tonnen aus oder sowas. Das leider nicht bei uns. Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich auch, wenn ich jetzt höre, ich muss mich an feste Spuren halten, auch in der Ernte ist das sicher auch nochmal eine Herausforderung hinsichtlich Disziplin, oder? Aber gerade wenn es pressiert, zu sagen, Mensch, der kürzeste Weg wäre doch manchmal der gerade Weg durch den Acker Ja. zum LKW zum Abbunkern. Wie kriegt ihr das gemanagt? Gut, also ich sag mal so, wenn es jetzt darum geht, man müsste nur eine Spur wechseln, also der Überlader müsste eine Spur wechseln, dass er für den zweiten Drescher da auf diese Spur kommt zum Überladen. Das ist ja noch genehmigt. Wenn er jetzt anfängt, wirklich einmal komplett quer rüber zu fahren, also die kürzeste Strecke zu nehmen,
dann sitzen wir natürlich schon da mit einer halben Schrotpistole und dann kriegt er natürlich, also das machen wir wirklich nicht. Ne? Also da sind wir schon dahinter. Aber das wissen eigentlich unsere Jungs und die halten sich da auch echt top dran. Und aber hat eine Zeit gedauert. Aber der Vorteil ist auch, wir haben einen Lohnunternehmer, der ständig bei uns mitfährt. Wenn wir jetzt merken, so gerade die letzten 4-5 Tage, dass wir da einfach schneller fertig werden. Für ihn sagt er ganz klar, es ist ganz einfach, weil das Feld ist strukturiert. Er weiß, welche Linie er fahren muss und er fährt einfach. Und da wir sowieso alle in Kolonne fahren, wegen dem Umladewagen, dass er nicht hin und her muss, also das ist für ihn, also vom Kopftechnischen her schon mal viel einfacher. Mhm. Ja. Nur der Umladewagenfahrer muss sich teilweise ein bisschen disziplinieren, aber sonst, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Lass uns ein bisschen über Maschineneinsatz sprechen. Du hast sehr detailliert den Fuhrpark vorgestellt und auch eure Ideen da dazu. Jetzt steht bei mir am Zettel so ein Thema Prototypen. Da ist ja erstmal jeder so offen zu sagen, ja natürlich teste ich einen Prototyp. Aber wenn man das dann mal wirklich aktiv macht, dann merkt man, das hat nicht nur Vorteile. Vielleicht magst du uns da einfach mal ein paar Kommentare dazu geben. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Ich verkaufe gerade alles Mögliche bei uns in Tschechien, was so an Prototypen anfällt, weil wir einiges eben drüben stehen haben, weil wir eben die letzten Jahre viel getestet haben. Ja, Prototypen hört sich als Landwirt natürlich immer genial an, so wie du es gesagt hast. Die Maschine kostet nichts, der Hersteller stellt es her und dann fahre ich damit los. Aber ich glaube, jeder kann sich auch vorstellen, dass so ein Prototyp nicht immer so hält. Und gerade wenn, da muss ich ehrlicherweise auch mal vielleicht einen Vater mal kurz zitieren, wenn er manchmal so Prototypen schickt und die müssen wir noch teilweise vor Ort zusammenbauen, stimmen Lochabstände nicht, irgendwelche Bolzen passen nicht durch und so weiter. Da wird natürlich auch älter. Aber ja, es macht nicht immer Spaß und dann fliegen Walzen raus. Bei der Bearbeitung, ne, wir stehen schon wieder, verlieren Zeit, müssen mit dem Teleskoplader, mit dem Radlader teilweise aufs Feld, um irgendwie die Maschine halb hoch zu heben. Und ist natürlich auch immer eine Motivationssache für die Mitarbeiter, ne, weil es gibt manche Prototypen, die sehen erstmal geil aus, ne, weil sie erstmal breit, dick, fett dastehen, so schön amerikanisch, aber wenn die dann kaputt geht und man dann auch wirklich Leistung verliert am Tag und gerade, wir können ja viel in der Ernte eigentlich auch nur testen, bodenbearbeitungstechnisch zum Beispiel oder auch aussaattechnisch, dann tut das natürlich schon weh, wenn man da einen halben Tag oder teilweise einen ganzen Tag verliert, an so einem Prototypen dran zu sein. Das ist der Nachteil. Der große oder der größere Vorteil für uns wirklich, und das müssen wir im Gesamten ja auch sehen, ist, dass wir da auch wirklich viel testen können. Wir sehen, was hat nicht gehalten, was funktioniert nicht. Welches Bearbeitungsverfahren und so weiter und wie müssen Maschinen klappen, ne? Oder Schlauchverlegungen und so weiter und so fort. Und das hat natürlich einen ganz hohen Synergieeffekt für das Unternehmen hier. Deshalb, wir sind geübt da drin, viel zu schrauben, aber das ist auch unsere Leidenschaft und deshalb macht es für uns jetzt erstmal nicht ganz so viel aus, auch wenn es manchmal nicht so, wenn es Tage gibt, wo es echt anstrengend wird. Ja, und ich glaube, das ist ja auch genau der richtige Weg in der Entwicklung, zu sagen, wir machen genau diese Phase durch und haben dann eben ein Produkt, das in den Markt reinpasst. Konstantin, ich würde gerne ein Thema ein bisschen wechseln. Hybrid-Landwirtschaft, was heißt das für dich? Welche Ideen hast du dazu? Was verfolgst du konkreter noch dazu? Also, ich habe es im Vortrag schon erwähnt, Hybridlandwirtschaft bedeutet für uns das Beste aus beiden Welten einfach reinzunehmen. Das heißt aus der ökologischen und auch aus dem konventionellen Bereich. Weil wir auch glauben, und das ist auch meine ganz persönliche Meinung, dass die Zukunft der Landwirtschaft eher in diese Richtung liegt, statt, was ja auch viele prognostizieren, mit noch mehr Öko und noch mehr Bio. Weil wenn wir jetzt mal bedenken, wir wollen irgendwo auch ertragssicher produzieren, weil wir sind ja irgendwo am Weltmarkt auch gebunden, das ist ja auch unser Problem. Und auch was die Lebensmittelsicherheit angeht, bestes Beispiel ist immer ein Getreide mit Fusarium und was weiß ich, wenn ich da noch eine Hilfe hätte, dass ich ein Tebu spritzen könnte, ne? Das hilft, glaube ich, würde auch vielen Ökobetrieben helfen. Ungemein, ne? Sicher. Und genau, zur Hybridlandwirtschaft, wie gesagt, bedeutet für uns die Welt aus beiden. Und was wir die letzten Jahre auch schon immer wieder gemacht haben, ist,
dass wir teilweise bei gewissen Kulturen, wie jetzt beim Mais oder auch in der Zuckerrübe, gerade bei der Zuckerrübe die dritte und die vierte NAK zum Beispiel ersetzt haben, in Anführungsstrichen, durch einen Hackvorgang. Jetzt natürlich nicht auf der gesamten Fläche, aber auf Teilen auf einem bestimmten Prozentsatz, um einfach zu lernen und dann aber auch dann gewisse Applikationen im Band abzulegen zum Beispiel. Oder wo wir auch ganz stark dran arbeiten, jetzt zum Beispiel im Frühjahr, ist das ganze Thema Spot Spraying. Also wir sind mit verschiedenen Firmen jetzt dran, wirklich mit Pflanzenerkennungssystemen zu arbeiten, mit Kameratechnik. Wo wir dann wirklich versuchen, wie gesagt, gerade in Reinkulturen funktioniert es eigentlich am besten, einfach nur das Unkraut zu bespritzen. Natürlich funktioniert das nicht, wenn das Unkraut im Keimstadium ist mit irgendwo 2 mm Durchmessern, weil ich muss einfach einen Grundschutz ausbringen, das ist so, damit die Kultur einfach an sich schon mal geschützt ist. Aber danach kann man sich schon, ich kann mir vorstellen, dass wir mehr zum Beispiel in der Zuckerrübe auch auf so ein Spot-Spraying Thema kommen oder selbst im Mais, ne? Wenn ich jetzt wenn der Mais jetzt da so eine Höhe hat von 40 cm und ich fahre dann nochmal mit meiner Herbizidmaßnahme durch, dass ich die möglichst dann versuche im Spot auszubringen. Ne? Weil das, wir sehen das, ich habe ja ein extremes Beispielbild auch im Vortrag gehabt von Mais auf Dämmen mit sehr viel Phacelia-Bestand noch drin. Das war beabsichtigt, weil wir dann einfach nur versucht hatten, nur einen Teil der Fläche zu bespritzen. Und ertraglich, muss man ganz ehrlich sagen, also ein Glück konnten wir es machen, sonst wäre der Mais unter dem Phacelia auch irgendwann untergegangen, weil der Mais war eben noch so groß nur. Aber das haben wir am ertraglich, später haben wir das nicht gemerkt. Wir haben da trotzdem auch guten Ertrag geerntet, obwohl wir weniger gespritzt haben. Mhm. Also und genau, das ist, glaube ich, das verfolgen wir eigentlich am meisten. Ich glaube, das sind letztendlich der Grundansatz dahinter, einfach zu sagen, wir wollen ja grundsätzlich chemische Maßnahmen nur setzen, wenn sie unbedingt zwangsläufig notwendig sind. Produktabsicherung war so ein Beispiel, oder halt auch zu sagen, können wir tatsächlich weggehen von flächigen Herbiziden in einem späteren Stadium, um Mittel einzusparen, um da runterzukommen. Glaube ich, ist auch ein Thema, das passt genau zu meiner nächsten Frage an dich. So Außenwirkung Richtung Gesellschaft auf der einen Seite und jetzt im Speziellen in deinem Fall zu sagen, ja, wie werde ich denn von der Gesellschaft in Tschechien gesehen als ausländischer Landwirt, als deutscher Landwirt vor Ort, der dann produziert und auch letztendlich, weil er in der Fläche produziert, ja auch Gläser produziert. Ja, vielleicht zur ersten Frage von dir, wie werden wir akzeptiert? Man muss ehrlicherweise sagen, wenn man als, ich sag mal, wir sind ja Ausländer im Ausland, wenn wir als Ausländer jetzt nach Tschechien kommen, haben wir natürlich am Anfang immer ein relativ großes Akzeptanzproblem, ne? Weil es kommt erstens eine Veränderung, das ist ja dann meistens das, und zweitens haben wir auch noch teilweise einen geschichtlichen Hintergrund, ne? Also gerade die wir aus Deutschland kommen, ne? Muss man ganz ehrlicherweise sagen. Da gibt es ein paar Generationen vor uns, die noch andere Zeiten miterlebt haben, die eben nicht mehr so gut zu sprechen sind auf uns. Das war am Anfang so, das hat man stark gemerkt. Jetzt ist das so, dadurch, jetzt sage ich mal seit 2017 auch, seitdem mein Bruder und ich da drüben den ganzen Betrieb gemacht haben oder machen, und die auch merken, dass da junge Leute, junge motivierte Leute auch in dem Betrieb arbeiten. Da ist plötzlich eine ganz andere Akzeptanz da. Wir können die Sprache auch. Ich kann jetzt nicht fließend Tschechisch, aber ich verstehe über die Hälfte, 60-70%. Also ich komme im Alltäglichen super klar mit, auch mit Verpächtern, mit dem Bürgermeister und was weiß ich. Und dann kommt es eigentlich so von alleine. Und wenn die gerade die Verpächter merken und die ganze Gesellschaft merkt, man setzt sich ein für eine Region, ne? Also macht nicht nur das ganze Ackerbauliche, sondern wir sind auch viel auch im sozialen Bereich unterwegs, auch im kulturellen Bereich von den Gemeinden, auch in der kirchlichen Gemeinde unterwegs, Kindergärten und so weiter und so fort, die wir auch stark unterstützen. Da ist plötzlich eine ganz andere Akzeptanz da. Und ich meine, als Landwirt, das ist egal wo, hat man immer ein Angesicht von einem zweiten Bürgermeister gefühlt für eine gewisse Gemarkung oder
Gemeinde und was weiß ich, wo man die man bewirtschaftet. Und deshalb ist es ganz wichtig, mit der Gesellschaft da auch im Einklang zu sein. Also das ist eigentlich uns an oberster Stelle. Was wir immer nicht wollen, ist, wir wollen keinen Ärger. Das ist das Wichtigste und akzeptiert. Und dann, genau. Am Anfang war es schwierig, aber jetzt wird es eigentlich sehr gut. Ja. Da geht es letztendlich um das, sichtbar zu sein oder um letztendlich präsent zu sein, sich nicht zu verstecken, zu sagen, Mensch, ich habe hier meinen abgeschlossenen Betrieb und ich möchte eigentlich gar keine Interaktion, sondern es geht genau. Eher den Schritt proaktiv zu machen und ins Gespräch zu gehen. Genau. Oder ich glaube, das hilft. Vielleicht dazu nochmal, was wir proaktiv machen. Wir bieten ja auch ständig Führungen an, auch für die Regionalen an sich, also jetzt nicht nur für Kunden, sondern für Regionale an sich, die jetzt einfach mal Lust haben, sich unseren Betrieb anzuschauen. Wir hatten da also von Kindergärten bis wirklich Leuten, sage ich jetzt mal, die aus einem ganz anderen Gewerbe kommen, die bei Skoda zum Beispiel arbeiten und das sind dann auch meistens welche, die sich erst im ersten Moment immer beschwert haben, weil wir zum Beispiel gespritzt oder gedüngt haben und da die gesellschaftlichen Probleme, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind die gleichen wie bei uns in Deutschland auch. Aber die holen wir dann, die sprechen wir dann an, sagen dann, hier komm, wir fahren mal über unseren Betrieb, ich nehme mir da diese 2 Stunden Zeit und ich erkläre dir mal alles, was wir wie machen. Ne? Wenn man dann so aktiv an die Leute rangeht und denen auch erklärt, was wir machen, warum machen wir Bodenbearbeitung, warum spritzen wir, warum düngen wir, wie machen wir das, dann ja, ist plötzlich dann ganz anderes gesellschaftliches Ansehen da. Man muss halt voll aktiv werden. Ich weiß, man hat theoretisch eigentlich nicht so ganz so viel Zeit dafür, aber ich glaube, es ist eine ganz gute investierte Zeit, wenn man sich die auch mal nimmt und da so proaktiv wird. Und das Gleiche ist auch mit unseren Blühstreifen und Blühwiesen. Wir sind gefordert, jetzt in Tschechien alle 30 Hektar irgendwie die Flächen abzutrennen. Wir machen es halt mit Blühwiesen oder Blühstreifen rein, nochmal zusätzlich zu unseren Blühwiesen oder Bienenwiesen und das kommt auch super an. Ne? Touristenregion und ich finde, das sieht auch super schön aus, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, optisch ist das ein Weg nach vorne, ja. Aber letztendlich höre ich ja so ein bisschen raus, so unternehmerische Fähigkeiten für den Landwirt heute und auch zukünftig ist sicher auch das Thema Kommunikation, oder? Das ja. Ganz, ganz wichtig geworden ist. Das ist, aber ich glaube, da tun, glaube ich, wir in der jungen Generation tun es ein bisschen einfacher, weil wir mit der ganzen Kommunikation, gerade mit Social Media aufgewachsen sind, wo sich, wenn ich meinen Vater anschaue, wenn der auf seine Glasplatte da tippt, da weiß er gerade mal so, wo man es ausmachen kann, wo man telefonieren kann, aber mehr dann auch nicht. Ne? Und deshalb, das war jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber das ist so, wir sind ja anders aufgewachsen und ich glaube, wir können das in unserer Generation ganz anders nutzen. Ja. Du hast ja im Schlussteil deines Vortrags noch mal ein bisschen auch darauf angespielt zu sagen, Mensch, kann ich denn Früchte direkt an den Endkunden verkaufen, wo ich zum einen natürlich das hochwertige Produkt verkaufen kann, Teil der Geschichte verkaufen kann. Mhm. Denkst du dann ernsthaft über Erweiterung der Fruchtfolge nach? Ist das ein Thema, das wirklich ansteht dann auch? Auf alle Fälle. Wir haben jetzt, wir sind im Quinoa drin, wir haben Kichererbsen versucht, probieren es wieder dieses Jahr, sind da einmal ein bisschen auf die Seite gefallen, aber wollen uns da wirklich ganz stark mit, ja, ich sag mal mit Körnerleguminosen auch beschäftigen, also alles, was wirklich Lupinen, Ackerbohnen, Kichererbsen vor allen Dingen, dann die ganze Soja-Thematik und wir wollen da rein, wir wollen in die direktere Humanernährung rein, das ist für uns ganz wichtig. Nicht, weil wir Veganer sind oder sowas, das möchte ich jetzt nicht damit irgendwie jetzt damit sagen, aber wir möchten einfach einen anderen Handelsweg irgendwie erschaffen und ich sag mal den Handel etwas mehr ausschalten und damit der Mehraufwand auch irgendwo gerechtfertigt ist. So, und dann funktioniert das eigentlich ja nur, wenn ich irgendwo direkt an den Mann auch rangehe mit gewissen Produkten, die man, ich sag mal, im Haushalt auch relativ einfach verarbeiten kann zu was anderem, ne? Sei es Humus, sei es Hafermilch, sei es Pipapo. Mhm. Und das ist für uns ein ganz großes Thema und da beschäftigen wir uns speziell als Kinder sehr stark damit, also meine Geschwister noch mehr, meine zwei weiteren, meine Schwester und mein jüngerer Bruder nochmal. Und da wollen wir jetzt ab diesem Jahr sogar noch öffentlich sogar was starten.
Genau. Hey. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz spannender Bereich. So ein bisschen auch haben wir gestern in unserer Runde Biogetreidevermarktung diskutiert, zu sagen, ja, haben wir im konventionellen Bereich haben wir bisher ja die Chance gehabt, zu sagen, wir sind so ein bisschen hinterm Händler. Das heißt, da steht immer der Händler zwischen Produzent und Endkunden. Im biologischen Bereich, glaube ich, ist man das seit eher Jahrzehnten geübt, in dem direkten Dialog zu stehen mit dem Konsumenten, und vielleicht ist das einfach auch eine neue Fähigkeit, die man braucht, um zumindest einen Teil dessen, was man produziert, über diese Schiene zu vermarkten. Genau, ja. Deshalb, wir nutzen das auch. Und ich glaube, das kann auch jeder nutzen. Es ist ja letztendlich, es ist aufwendig, so ist das nicht. Man darf das nicht unterschätzen, weil man muss sich auch an die ganzen Lebensmittelhygienevorschriften und alles, was dann kommt, ne, und dann auch einen gewissen Markt aufzubauen. Es ist wirklich nicht leicht, aber wir haben jegliche Möglichkeiten heutzutage, und ich glaube, wir müssen die Zeit nutzen, und wir haben schon richtige Umbruchsstimmung in der Landwirtschaft, und die versuchen wir einfach zu nutzen. Und ich glaube, schlafen, das können wir später irgendwann, aber jetzt nicht. Und gerade nicht als Unternehmer. Genau. Ja. Ich glaube, da möchte ich nochmal den Satz, der ja schon mehrfach gefallen ist, die letzten 2,25 Tage aufnehmen. Es war noch nie so spannend wie aktuell, oder? Ich glaube, das trifft es auch hier wieder perfekt. Voll. Ja. Auf alle Fälle, ja. Konstantin, vielen Dank für die interessante Diskussionsrunde. Danke dir auch. Ja. Wünsche auf jeden Fall nur ein gutes Wetter, guten Witterungsverlauf für den Betrieb in Tschechien, und vielen Dank fürs Dasein. Danke, danke dir. Ja, jetzt bleibt mir nur noch übrig, die erste voll digitale Veranstaltung letztendlich hier zu beenden. Ich denke, die letzten 2,25 Tage waren sehr, sehr spannend. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für die regen Fragen, die wir von euch bekommen haben zu den unterschiedlichen Themen. Mir ist jetzt nur wichtig, nochmal zu platzieren an der Stelle, die ganzen Vorträge, die doch in Summe 18 Stück, sind auch weiterhin online verfügbar. Also für denjenigen, der vielleicht jetzt erst reingeschaut hat und festgestellt hat, wie spannend das Ganze ist, kein Problem, man kann die Sachen jederzeit anschauen. Auf den bekannten Plattformen YouTube ist das Ganze verfügbar, auf Vimeo. Also da bitte einfach reinschauen. Wenn Fragen da sind, auch im Nachgang, jederzeit an uns wenden. Wir beantworten die gerne. Ja, dann vielen Dank. Auch hier im Studio nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Ja, und bis zum hoffentlich nächsten Mal.